Ich persönlich möchte ein Deutschland, wo jeder Mensch entscheiden kann, wem er sein Geld für seine Gesundheit gibt. Ich möchte ein Deutschland, wo Ärzte dir vorschlagen, ob du das Antibiotikum haben möchtest, welches nachweislich nicht selektiv tötet und auch andere Organismen bei dir im Körper, oder ein Stoff, der selektiv Bakterien tötet und nicht deine eigenen, dafür aber nicht patentierbar ist. Ein Auszug aus einer Studie bietet genau diesen Sachverhalt und dies aufgearbeitet für euch als Extrakt habe ich hier einmal dargeboten. 2017 fand in Indien, die übrigens medizinisch sehr, sehr gut dargestellt sind, ein Test statt. Es wurde getestet eine Kontrollgruppe, die zweite Gruppe Silbernitrat, die dritte Gruppe kolloidales Silber, sehr kleine Kolloide von Silber, die im Nanobereich sind. Und vier dann dementsprechend das Antibiotikum Streptomycin gegen die zwei häufigsten Krankheitserreger der Menschheit, Staphylococcus aureus und E. coli, Escherichia coli. Zu sehen ist eine Petrischale, die mit Bakterien besiedelt sind und dann wurde ein Tropfen der Substanz hineingegeben und der Kranz, welcher am größten ist, inhibiert das Bakterienwachstum am meisten. Hier sehen wir deutlich bei 3 den größten Kranz und das ist das kolloidale Silber, sogar größer als beim Antibiotikum. Und das bei einem Erreger. Das Ganze hier auch nochmal in Zahlen. Also ca. 30% höhere Wirksamkeit durch die Nanosilberpartikel an das kolloidale Silber, als das Antibiotikum hier in der Studie zu sehen. Wir wissen alle, was Antibiotikum für Wirkung auf unsere eigene Darmflora hat. Interessant zu sehen war, dass hier Hautzellen, Keratinozyten, getestet wurden und die eigenen Zellen bei sehr hoher Konzentration von kolloidales Silber so gut wie unversehrt blieben. Im Grunde alles, was ich tue, die Reichweite, die ich versuche aufzubauen, das Geld, was ich versuche zu akkumulieren, soll später dafür da sein, um genau den Menschen die Chance zu geben, zu wählen, was sie wollen. Denn der Mensch sollte ein freies Wesen sein, welcher nicht gezwungen werden sollte, Dinge zu tun oder zu nehmen oder zu injiziert zu bekommen, die er nicht will. Wir brauchen Alternativen. Daher würde ich mich natürlich immer freuen, wenn ihr mich natürlich unterstützt in dem, was ich tue und in meinen Videos und so weiter. Danke. Ich persönlich hätte ebenfalls Angst vor Antibiotikaresistenzen. Viele Menschen sterben daran, jedes Jahr auch in Krankenhäusern. Daher addiere ich bei mir persönlich noch Oreganoöl hinzu, denn eine 2018er Studie zeigte, dass es nicht nur das hervorragende gegen jegliche multiresistente Keime ist, MRSA-Keime wirkte, sondern dies auch noch über 20 Generationen tat. Und die Bakterienstämme sich niemals an das Oreganoöl, dessen tödliche Wirkung für jene ist, anpassen konnte. Ich meine, Ärzte schlagen schon Alarm, wenn man beim zweiten Mal das gleiche Antibiotikum für den gleichen Erreger nimmt. Nur mal so zum Vergleich. Gegen 20 Generationen. 2016 wurde ebenfalls eine sehr interessante Studie durchgeführt zu Silber und Oreganoöl versus Bakterien und eigene Zellen. Zu sehen sind die MIC-Werte. Das ist der Wert MIC, die minimale Wert eines Stoffes, in dem Fall Oreganoöl und kolloidales Silber, die noch ausgereicht haben, um das Wachstum des Erregers vollständig zu hemmen. Hier sehen wir einen Durchschnittswert von 0,6 Milligramm pro Milliliter für das Oreganoöl, hat ausgereicht, um die meisten Erreger zum Stillstand zu bringen. Circa Mittelwert jetzt einfach mal hier genommen. Interessant zu sehen, dass 0% deiner eigenen Körperzellen, in dem Fall waren das die roten Blutkörperchen, dadurch zu Schaden kamen bei der Konzentration. Wo die meisten Erreger sterben, sehen wir hier. Ebenfalls 0,6. Interessant zu sehen war auch, dass wir ca. einen Durchschnittswert von 125 Mikromol für das kolloidales Silber hatten, bei dem das Erregerwachstum vollständig zum Stillstand kam, wieder ungefährer Mittelwert. Für die körpereigenen Zellen wird das aber erst ab 125 schädlich und nicht bis, sehen wir hier. Aber alle guten Dinge sind ja 3 und ich wäre nicht Rohvegan am Limit, wenn ich das nicht genau in dieser Sequenzierung alles so nehmen würde und kombinieren würde. Eugenol wurde losgelassen auf antibiotikaresistente Erreger, zum Beispiel Staphylococcus aureus, MRSA-Erreger. Eugenol ist der Hauptwirkstoff gegen Bakterien aus dem Nelkenöl. Zu sehen, dass es deutlich gegen antibiotikaresistente Erreger wirkt. Klar und deutlich zu sehen hier, höhere Konzentration senkt antiproportional die Erregerzahl.
Effekte konnten nicht nur aus dem Reagenzglas erzielt werden, sondern auch bei Infektionen im Ohr, zum Beispiel bei lebenden Organismen. Hier sehen wir ganz klar den Rückgang der Erregermasse, die zu verzeichnen war durch das Wirken von Eugenol, dem Hauptwirkstoff aus dem Nelkenöl. Das Schöne zu sehen ist aber auch, dass Antibiotika so wirken, dass es die Zellmembranwände bzw. der Erreger zerreißen und durchlässig macht. Wenn man ein Farbmittel einsetzt und Nelkenöl mit Antibiotika vergleicht, dann ist sogar deutlich mehr Färbung zu sehen bei dem Wirkstoff aus der Nelke im Gegensatz zum Antibiotikum. Wieso aber Nelke jetzt genau dazu? Zu sehen ist hier Carvactrol und Eugenol. Das sind die beiden Hauptwirkstoffe aus dem Oregano und der Nelke. Es hat anscheinend einen synergetischen Effekt. Hier sehen wir nochmal ganz, ganz deutlich, zusammen gegen multiresistente Keime biegt der Graph nochmal deutlich schneller ab und tötet die Erreger nochmal deutlich schneller, wenn man eben Carvactrol und Eugenol eben verbindet. Daher ist das meine absolute Lieblingskombination. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen, auch auf wiedersomal.de, damit meinen Kanal zu unterstützen. Mir sehr gerne einen Daumen geben und zu kommentieren. Und damit unterstützt ihr ebenfalls den Kanal, dass die Videos weiter empfohlen werden. Und eben auch so empfehlen meine Videos. Das würde mich ebenfalls sehr freuen. Dankeschön fürs Zusehen, mein Freund. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, dein Rovegan am Limit. Jetzt weißt du, was ich tue.